Hallo und dann herzlich willkommen zu einer weiteren Weihnachtsfolge mit unserem Weihnachtsversperr. Dem Tiger, der nicht wusste, was er sich auf den Kopf ziehen soll, keine Weihnachtsmütze gefunden hat und dann diesen Kopfhörer sich einmal mal quer über die Nase gezogen hat. So. Sieht arg bescheuert aus, aber na gut. Wir starten einfach mal rein. Leute, keiner weiß, wie viele Kills sind. Vielleicht schreibt er gleich noch einen Titel, keine Ahnung. Was weißt du nicht? Nee, trotzdem mal ein Kill. Wie ich ja gleich kenne, schreibt er das. Also, ich sitze heute mal, ich habe heute mal doppelte Sound, weil ich habe auch noch ein Headset an, Leute. Oh, man sieht die Marke auch perfekt, oder? Ich guck mal jetzt nicht, was, da sieht man noch die Marke. Ja. Schleichwerbung. Ja. So, wo sind wir denn wieder gelandet in Miete? Ey, das ist mein Haus. Das ist meins. Das ist mein Haus. Und ich bin mit dem Skispringer am Start. Ah ne, das ist ja dein Haus. Richtig. Ah, siehst du, gehst doch in mein Haus. Und keine Waffe da gewesen, ne? Der Typ in deinem Haus und du hast keine Waffe. Das sind so die tollsten. Aber der war so blöd. Beste Stadt der Welt. Oh nein! Wie viel Schaden hast du denn getroffen? 30. Nur 30 und das hat ein einziger Treffer hat gereicht. Da war der. Ja. Das war gerade eben gleich. Ein Hit gedrückt und danach weiß ich nicht mehr, was er machen soll. Ich muss gemein sein als Tiger. Gell? Ihr wart beim Kenntnis ja sowieso schon von einem Tiger. Oder? Ja, der Hund, ich hasse das. Ja, Leute, habt ihr ja eventuell mitbekommen, in dem Shop-Video habe ich es ja gebracht. Die Flieger wurden ja genervt. Cooler Kind. Die Flieger wurden ja genervt. Das heißt also, einfach durch Gebäude durchzufliegen mit dem Boost hat ja vorher keinen Schaden gemacht. Das sieht jetzt anders aus und das finde ich auch gut. Übrigens, wenn das Flugzeug zerstört wird, hast du jetzt nicht mehr nur 25 Schaden, ne? Sondern 50. Genau, sondern jetzt hast du 50 Schaden. Mhm. Und die Schaden gehen direkt auf die Leben, nicht auf das Schild. Mhm. Also macht Sinn, jemanden aus dem Flugzeug zu holen. Beim nächsten Kampf habe ich, glaube ich, verkackt. Ja, da habe ich richtig verkackt. Das Ding ist noch voll drauf! Nein, doch! Mein Ding, mein mittlere Kreisding war drauf. Und ich wurde von der Seite schön gelasert. Und ich schreibe mich erstmal hoch. Auch geil. Alle warten darauf, dass sie abstauben können. Yeah. Schmeißen mit Uki-Bomben. War jetzt aber wirklich jeder Hit drauf, ne? Vier Schuss, vier Hits. Vier? Ja. Ja. Da sind wir schon bei 6 Kills. Erst. 37 Leben noch, 36 außer dir. Ich hab gedacht, das könnte mal wieder eine 20-Bomb werden, aber nee. Hören wir gleich. Golden Heavy Pump. Ja.
Ja, Maschinenpistole kommt ja jetzt auch ins Spiel, ne? Hm? Eine Maschinenpistole kommt jetzt auch ins Spiel. Ja, schön. Ich will es gar nicht wissen. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe mich da selbst ein bisschen doof gefühlt. Ich laufe einfach ins Haus rein und gucke nach Traps. Ja. Aber erst nachdem ich ins Haus reingelaufen bin. Es wird übrigens auch ein Silvester-Event geben, ne? Ich weiß, hab ich gehört. Aber wer, ehrlich, wer setzt sich an Silvester? An Silvester? Ja. Um 24 Uhr vor Fortnite, um sich eine blöde Disco-Kugel anzugucken, die ein Feuerwerk macht. Dann machst du lieber selber, oder? Ja. Ich auch. Hä? Ich auch, ja. Ich hab sowieso wieder Bock auf Silvester. Endlich ist das Jahr vorbei. Ja, ich auch. Und hast du das mitbekommen mit dem Drachenei? Gibt's da dieses, da wo das Schwert ist, dieses Castle, ja, was unterm Eis ist. Das Eis schmilzt. Ja, und das Castle wird freigegeben. Und in diesem Castle unten soll ein Drachenei sein. Und wahrscheinlich wird es irgendwann einen Drachen geben in dem Spiel noch. Bitte, juhu, kill mich. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, jawohl, da freue ich mich riesig drauf, ein Drache. Ich hoffe nicht, dass den irgendjemand alleine steuern kann, sonst haben wir dieselbe Scheiße wieder wie mit dem Schwert. Ach, guck mal da, der Herr Gleich ist nicht da und dann schmeißt er die Boogies einfach weg. Ja. Da höre ich schon wieder, das Geräusch ist das eins der nervigsten Geräusche in ganz Fortnite. Du hast einen Flieger. Sehen Sie schon. Warum? Ja, ein Solo ist halt echt scheiße. Aber ein gutes hat's ja in Solo. Der muss ja erst einmal drehen, um zu dir zu kommen. So als bei Duos oder Squads können die ja noch auf dem Flieger auf dich schießen. Ja, insofern. Wobei, wenn sie richtig gut sind, schaffen sie es ja auch alleine. Ja. Hast du ja auch schon gemacht. Ja, geflogen, dann auf die Tragfläche geschossen. War das heute das Game? Ja. Dann müsste der ja auch den Schaden bekommen haben, weil er durch deine... Ja, hast du gesehen, ja. Weil durch deine... Hätte ich gerade eben nicht auf diesen Drecksboden geschossen, hätte ich ihn getötet. Und jetzt, Leute, der Event war unter Druck, weil ich musste absolut jetzt überlegen. Ich musste überlegen, was soll ich machen. Der Typ da vorne hat mit einer Diegel gespielt. Das hat mich schon... Das war schon der größte Abfuck der Welt. Ja, gleich. Mhm. Also, wenn du eine Diegel gegen dich hast, dann kannst du nicht lange zielen. Weil die ist so... präzise, das ist. Wenn man ja gleich heißt, ist es natürlich nicht. Was heißt ja gleich? Du hast es selber gesehen. Wir hatten vor kurzem ein Match. Da stand ich vor einem. Vielleicht 20 Meter von mir entfernt, stand einfach da. Also war, war nicht okay. Und ich ziehe mit der Liebe direkt auf den Kopf. Aber wirklich direkt auf den Kopf. Ich hab gedacht, und du bist drück passend. Ab. Ich hab gedacht, du bist passend. Und drückt ab und es passiert gar nichts. Die Kugel geht durch ihn durch. Und dann habe ich das nochmal. Ich habe 6 Mal auf den geschossen. Bis die eine Kugel hing. Aber ich glaube, was ist denn das? Das ist ein Ding. Mal an, ich kann nichts machen. Ich kann nicht lange zielen, weil der Typ zielt die ganze Melodie wieder auf. Weißt du, du kannst nur no-scopen. Was sollst du machen? Das Krasse an der Diegel ist halt, dass er auch jede Wand mal one-shottet. Ja. Und, ne? Auch, halt und auch jede Treppe. Ja, das ist halt wirklich krass. Ja. Das muss man echt sagen. Ich auch nicht, aber präzise finde ich. Oh, hast du mal gesehen? Die Silent hast du den Nose gesehen? Ich finde die Silent präziser. Die Pistol? Ja. Ich auch. Die Silent Pistol ist auch mega. Die Silent Pistol ist mega präzise. Spieler, wenn ich mir die liege. So, jetzt kommt noch. Ja, stimmt. Ja, ich kann mich da noch dran nehmen. Hörst du? Hörst du? Mhm. Okay.
Was schon lernen? Zwei Seiten mal wieder, ne? Mm. Nee, jetzt von drei Seiten. Oder? Das ganze Ding runtergeholt. Hat man auch sehr schnell gemerkt, du hast eine Picke. Ne? Mm. Ja, dann weißt du immer, der will dich runterholen. Ich will immer rauskaufen, Leute. Ich bin immer rauskaufen für die. Immer. Einfach zum Probieren. Oh, das hat mich auch so genervt. Oh mein Gott, hat mich das genervt, dass der Typ da einfach durchgeflogen ist. Auch oh, und dann hat er den getötet. Und ich gesagt, nein, warum? Warum bekommst du diesen Kill? Du hast nichts gemacht. Du bist einfach nur mit deinem Dreckschlitzer da durchgeflogen. Ja, und da ist er genervt. So. Und jemand, der mir den Kill spielt, den war schon ein bisschen böse. Also eine Sekunde später, die vor der Gesetzgeber getroffen. Später. Ja, weil, guck mal, ich hab's gerade eben. Mich rein in die Tür zu gehen. So eine Weltschrott gewesen. Ich muss jetzt gegen zwei Leute schon wieder kämpfen. Das hasse ich, ne? Ich auch. Die Leute aus direkter Nähe noch mit dem Rocket Launcher auf einschießen, ja, weil sie einen sonst nicht treffen. Ja. Das hasse ich wie weil, da, allein, Leute, wenn ihr Leute seht mit dem Rocket Launcher, ihr wisst, die schlechtesten Leute in dem ganzen Spiel, weil sie mit normalen Waffen halt nicht gegen mich gewinnen können, weißt du was? So, da, habt ihr schon wieder gehört? Ach, schon wieder den Rocket Launcher rausgeholt. Und du darfst dagegen so einen kein High Ground aufgeben. Wenn du gegen den High Ground hast, also wenn der High Ground hast, bist du tot. Was willst du machen? Der schießt dann was runter die ganze Zeit und was willst du machen? Machst du gar nichts mehr. Hm. 19 AP, das Medkit kommt ganz gut. Und ich hab mir gedacht, warum? Was habe ich das verdient? Das. Ja, ich habe gedacht, Dankeschön, jetzt weiß ich wenigstens, wo du bist. Kannst aber froh sein, dass sie 3 Sekunden zu spät kam. Ja, ich weiß. Weil nicht. Sonst hättest du dich nicht mehr hochhalten können. Hätte ich schon, aber halt eine neue Location. So, ich hätte mir da gedacht, oh, vielleicht kannst du im 20 Kills Runde werden. Und dann ist da eine im Sturm gestorben. Ich dachte, alles klar, okay. Da vorne? Hast du ihn gesehen? Vielleicht? Mhm. Weißt du gar nicht, ich glaube, nicht mal so krass wie ein anderes. Doch. Das war noch krank. Ich hab auch zum Schluss gekränkt. Leute, hier hat man wirklich getryhardet. Hier, manche Leute wissen es, für zwei normalen Runden nicht wirklich viel. Nicht wieder leicht. Oh. Ich habe ja auch schon zu euch gleich gesagt, ich finde es generell schwachsinnig. In normalen Runden, wo es halt um nichts geht. Zu tryhard im Turnier kann ich das komplett verstehen. Also, wenn du solche Scavenger, Power-Card, Explorer-Power hast, dann kann ich es verstehen, wie man schwitzt. Bei normalen Runden verstehe ich das eigentlich normalerweise nicht, aber einfach mal tryhard probieren. Dann ist es auch ziemlich einfach. Hier auch sieht der gleich, ne? So, und dann kommt der auch mit Rocket Launcher. Ich dachte, was ist denn los heute? Was ist denn los? Was habe ich das verdient? Alle kommen mit Rocket Launcher auf mich drauf. Das habe ich nicht verstanden, ne, gleich. Was habe ich das verdient? Sag mal so, bei Solo geht's ja fast noch. Wenn du dann so ein Duo hast, wo der eine mit dem Rocket Launcher spammt und der andere spammt mit einer SMG oder mit einer P90 oder so. Eine P90 ist eine SMG, ja, gleich. Zeit lang. Ich dachte, hat das Flugzeug einfach mal so in die Luft getrieben. Geil. Headshot. Der war gut. Der war kurz gezielt, noch nicht mal gezielt und dann bam. Stand ja auch in den Chat hinausgekommen. Was war das für eine Distanz? 100 Meter. Nur 100? Ja. Ja, mach das jetzt danach. Ja, es sah jetzt allerdings mehr aus. Ich schätze mehr als 100 Meter. Ich denke ich in letzter Zeit öfters. Und dann sehe ich, oh,
die Meter und alles, 60 Meter, 70 Meter, 80 Meter. Check mal, hä? Sebastian? Ich hab nach Gegnern gesucht, ich brauchte Kills. Er hat nur 14 bis jetzt, deswegen er braucht noch Kills. Er braucht schon. Ich hätte das Turmbauen so verlernt, weil ich nicht. Alter, den habe ich noch nicht mal gesehen. Kannst du mal. Nee, dann sieht man doch. Ah, nee, sieht man nicht. Das habe ich nicht mal gesehen. Hä, wo war der? Ich habe den nicht gesehen. Warte. Zu verarschen? War das jetzt ein Zufall, dass der da hoch ist? Nein. So, da springt er, das sehe ich noch. So, und jetzt, wo ist er jetzt? Der ist da irgendwo drin. So. Ah, diese kleine! Ja. Nein! Das habe ich gesehen in der Mitte. Nein! Doch. Alter Vater. Ist das Psycho? Ist das Psycho? Da hat er nur seine Kopfspitze rausgeguckt. Ja. Stell ich mir vor, Ragnarok. Juhu. Oder der Nussknacker. Geil. Oh, du wärst bei mir tot, Herr Gleich. Der Nussknacker ist ja. Ey, Gleich wäre bei mir sofort tot, einfach aus dem Grund, weil er Ragnarok spielt. Das ist ja so mit einer der schlimmsten Skins überhaupt, die es überhaupt in ganz Fortnite gibt. Und verstehe nicht, warum er Gleich den spielt. Weil ich den geil. Er findet den zwar cool vom Aussehen, aber es geht nicht, es geht in Fortnite. Das kann man alles. Es geht nicht darum, wie die Skins aussehen, es geht darum, wie ihr damit spielen könnt. Ich zeige dir den Ski-Profi. Mit dem kannst du extrem gut spielen, aber weil er halt einfach nicht so groß ist. Aber der Nussknacker, deswegen werde ich mir da nicht kaufen. Der Nussknacker, das ist ein Skin, der piekt immer raus. So. Der piekt immer raus, genauso wie der Ragnarok. Und ja, ich habe mir auch die Candy Eggs nicht geholt, dass ich es das halt sehr bereue, ne, Gleich? Ja, ich hab, weißt du's? Ja, ich denke jetzt, ist die geilste Spitzhacke, die es überhaupt gespielt hat. Ist cool, oder? Ist die geilste Spitzhacke, die es überhaupt gespielt hat. Findest du die geilste? Ich hab zu dir, bevor Weihnachten war, gesagt, ich will mir eigentlich eine Spitzhacke kaufen und ein Auto kaufen. Ja. Richtig? So. Ja. Jetzt habe ich gedacht, oh Scheiße. Ich habe keine V-Bucks mehr, ne? So. Ich habe wieder. Mist, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe nicht damit nicht gerechnet, dass auf einmal die Candy Eggs zurückkommt. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich einfach nicht. Mhm. Und dann auf einmal kommen die Candy Eggs zurück. Ich hätte. Nein! Ich kann nicht schon wieder jetzt, keine Ahnung, wie viel dafür ausgeben für V-Bucks. Ja? Mhm. Nicht verzagen, gleich die Fragen. Okay? Mhm. Leute, ganz kurz, ne? Ganz kurz. Hey, Gleich, darf ich mir sagen, was ich mir zu Weihnachten wünsche? So, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Tablet. So. Wir haben ja noch nicht so viel. Ja. Wir haben nur geschätzt 5 Stück im Moment. So, und Herr Gleich meinte dann zu mir, weil ich habe mir einen Skin von ihm gewünscht. Und ich wünsche mir eigentlich die Picke von ihm. Ich wünsche mir eigentlich. Aber Herr Gleich hat mir folgende Wahl gestellt. Entweder das Tablet oder den Skin. Ja. Was hättet ihr euch entschieden? Ich hätte mich für den Skin entschieden, oder? Ja, also ich verstehe auch überhaupt nicht, warum du dich für das Tablet entschieden hast. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich wünsche mir die Candy Eggs. Wusstest du mir? Wieso denn nicht? Ha? Ich hab dir auch schon mal für was verspendiert. Ich hab dem Herr Gleich sein Lieblings-Emote geschenkt. Einfach so. Einfach, weil ich ein guter Mensch bin. Oh! Und Herr Gleich, oh! Ich wünsch mir so hart die Candy Eggs, wenn Herr Gleich sagt, nee. Ich weiß. Also das reicht. So. Oder ein Skin. Ja. Kannst du ja auch von mir aus, hättest du dir auch 2 Skins sonst wünschen. Ja, ich hab mich so geärgert, dass ich den verfehlt habe. So. Der stand da einfach nur rum, dieser Holzwurm. No skin. Wie wartest du, das war der Gleich. Das war kein Herr Gleich, steht nicht frei, einfach. No scope. So, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab ihn eingebaut. Das war das Assoziat, was ich jetzt gemacht hab. Ah!
Ja, das war ja ein sensationeller Sieg, muss ich echt sagen. Geil. 18 Kills, Leute. Ein paar schöne Kills dabei, ein paar schöne Fights dabei. Ja, also wenn du so wie ich mal selber lange da war, bis dann und tschüss.